Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es jetzt gerade 10 Uhr und ich bin heute bei einer Produktion mit dabei. Ja. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Vor einer Produktion bekommt man natürlich immer ein Briefing. Das habe ich jetzt bereits ausgedruckt und hier steht beispielsweise drin, wann ich da sein muss, was ich mitbringen muss und was wir heute alles machen. Ich selbst sitze gerade noch im Bettchen und trinke gemütlich meinen guten Morgenkaffee. Ist immer so meine Frühmorgenroutine und ich finde es immer ganz, ganz doll klasse, so in den Morgen zu starten. Ja. Ich war schon bei sämtlichen Produktionen dabei. Sei es Fotoshooting aller Arten, Werbung, irgendwas mit Erotik, etc. Blibla-blub. Es ist immer wichtig, letztendlich sich zu Hause schon enorm vorzubereiten und da beginnt es schon. Was zieht man an? Ne? Für die Pausen, für alles drum und dran. Und da kann ich jedem raten, der eine Produktion macht, ja, oder einfach nur so als Information, man sollte auf jeden Fall etwas Lockeres anziehen, was nicht so schnürt, was warm hält, weil dadurch, dass die Drehpausen auch relativ lang sein können, das Ganze halt wirklich sehr, sehr belastend sein kann, wenn man dann sitzt und friert, ne? Beispielsweise war es bei mir halt so, als ich bei Berlin Tag und Nacht war, war es enorm kalt gewesen, auch als ich da mit Pullover gesessen habe. Und zum Glück habe ich mir dann noch eine Strickjacke mitgenommen. Hier seht ihr, was ich heute anhabe, ne? Für die Drehpausen und allgemein, wie ich da hingehe. Mit dicken Socken, eine Leggings, die auf jeden Fall besser ist als eine Jeans, weil eine Jeans wirklich ein sehr, sehr starkes, einen sehr, sehr starken Bund hat und Abdrücke hinterlässt und natürlich auch einen Pullover. Und da bin ich. Hallo! Und jetzt geht's ans Packen. Als ich damals tanzen war, beispielsweise, musste man ja auch packen, ne? Seine ganzen Tanzklamotten und so weiter. Und da haben die meisten einen Koffer mitgenommen. Ich finde es sehr unhandlich mit dem Koffer. Ich nehme lieber so eine entspannte Tasche, denn wenn man Treppen laufen muss, ist einfach eine Tasche einfach besser. Alles in einer Tasche. Ich habe ein bisschen mehr mitgenommen, falls doch noch ein paar mehr Klamotten gebraucht werden. Sicher ist sicher. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ich habe mir eine schöne Jacke angezogen, die ist richtig schön dick. Und natürlich sind auch bequeme Schuhe sau wichtig, ne? Deswegen liebe ich halt meine Turnschuhe. Ist ja auch nicht so wichtig, wie man jetzt so aussieht. Hauptsache bei der Produktion stimmt alles. So, ich jetzt zum Auto laufen. Und da steht auch schon das gute Stück. Ja. So. Ja, herzlich willkommen in meinem Auto. Ich habe dieses Prachtteil schon 10 Jahre. Ich werde ihn auch nicht austauschen gegen ein anderes. Ich fahre ihn, bis er nicht mehr kann. Und ja, dann hole ich mir ein neues. No? Aber ich denke mal, der fährt noch ein bisschen. So toll, jedes Mal hier drin zu sitzen. Ich achte natürlich auch immer drauf bei Produktion oder wenn ich gebucht werde allgemein fürs Tanzen oder fürs Modeln etc., dass ich sehr pünktlich losfahre, sodass, wenn Stau ist, ich nicht gestresst da ankomme und auch noch zu spät und dann letztendlich die Produktion damit störe. So, jetzt lege ich kurz die Kamera weg, denn beim Autofahren ist das nicht gut, wenn man filmt. Ich habe ja schließlich auch keinen Kameramann hier. So, ihr Süßen, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um einen Parkplatz zu finden. Ich bin nämlich jetzt gerade in Berlin am Hackischen Markt und hier ist es halt immer wirklich sehr, sehr voll. Zum Glück habe ich genug Zeit eingeplant und ja, jetzt laufe ich erstmal zum Drehort. So, ich bin jetzt endlich angekommen an unserem Drehort und neben mir sitzt auch schon unser Kameramann. Der hat natürlich vollstes Wissen darüber, was wir heute machen. Tja, also wir sind hier heute bei Visitex in Berlin-Mitte und machen heute eine super spannende, spaßige Produktion. Jetzt wird sich gleich umgezogen. Wir produzieren hier 360-Grad-Footage. Danach gehen wir raus und machen Fotoshooting. Dann machen wir noch ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht erzählen dürfen. Und heute Abend gibt es hier Visitex Late Night. Langer Tag, aber gibt genug zu essen und genug zu trinken. Ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Kriegen wir schon hin. Jetzt heißt es erstmal umziehen, ne? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder umgezogen, ne? Genau, danke dir. Ja, immer gerne.
So, ihr Süßen, ich bin jetzt schon angezogen und hier, wenn wir shooten, kannst du mir nochmal die Bilder zeigen, wie es so ungefähr aussehen soll? Das sind diese hier? Ja, hier sowas hier. Ich habe jetzt ein bisschen Schlabber-Look an, aber das wird auf jeden Fall auch ganz schick werden. Mal gucken. Ich stehe gerade neben meiner netten Drehpartnerin und ich muss euch natürlich etwas zeigen. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen klein. Ne? Ich bin nur 1,60. Wie groß bist du? Ich bin 1,70, aber ich habe ja die High Heels an. Hallo, guck mal. Ja, das die stimmt. Sind voll hoch. Die sind wirklich sehr, sehr hoch. Aber ich habe jetzt auch High Heels. Warte, ich ziehe mal auch meine an. Zieh mal an. Meine, da sitzt sie. Aber ich glaube, ich erreiche dich trotzdem nicht. Nicht wirklich. Ja, so sieht's aus hinter den Kulissen. Genau. So, wir sind jetzt fertig mit den Fotos und natürlich kann man sich dazwischen in den Pausen auch hier ein wenig vergnügen mit dem Essen. Hier haben wir so ein kleines Buffet bekommen, ja. Da gibt's so ein bisschen Nitten, Aufstrich, ganz, ganz viel Trinken, ne, Blubberwasser und so weiter. Red Bull natürlich. Muss ich mir gleich was abzapfen. Toll, oder? Dienst du denn gleich, ne? Nee. Ach doch, ja schon. Ja, ne? Aber ich wollte jetzt nur dich einfach mal aufnehmen, wie du hier aufbaust. Ja, schon okay. Du musst gar nicht nur gucken, also was. Mach das bitte so, dass es möglichst professionell aussieht. Die Leute sollen denken, ich wüsste hier, was ich tue. Natürlich. Höchst professionell, so eine Erotikproduktion. Unser Lieblingsspielzeug. So, als nächstes ist dieses vibrierende Gerät da dran, ja. Da setzt sich dann meine Kollegin auf dieses wundervolle Gerät und dann soll man angeblich nichts mehr wirklich hören, weil es soll ganz, ganz laut sein, ne? Und ich sitze dann hier daneben und ja, steuere das Ganze. So, ich saß jetzt hier dran und habe das Ding dirigiert. Es hat meiner Kollegin sehr doll Spaß gemacht und jetzt geht's weiter. Was machen wir denn eigentlich jetzt? Muss ich mal kurz fragen. Was machen wir denn jetzt? Also ich esse jetzt was. Ja, aber was machen wir dann? Ich mache euch jetzt die 360-Grad-Kamera an. Ihr könnt euch noch ein bisschen hier 18er-Sachen zeigen gegenseitig. Ich baue währenddessen drüben was um. Und dann machen wir was ganz Spannendes. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Aha. Wir Mädels haben jetzt gerade Drehpause und unser Kameramann baut hier schon mal alles um. Ja. Wenn ihr da mal so sehen könnt, das ist eigentlich das Zimmer, wo wir uns eigentlich umziehen. Alles improvisieren, total genial. Unsere Klamotten befinden sich jetzt hier. Alles liegt auf dem Boden. Man baut dahin, wo man hinbauen kann. Hauptsache, das Set steht. Und ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ah, wir geben uns ja auch Mühe, ne? Ja. Wir haben es jetzt 18 Uhr, haben schon fleißig produziert. Jetzt gleich geht eine Show los, die im TV letztendlich gezeigt wird, ja. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin schon ganz schön fertig, ich bin schon ganz schön müde. Aber letztendlich muss ja alles klappen und in voller Montur bin ich hier auch schon mit einem Mikro, welches hier hinten befestigt wird. Schaut mal,
da. Und nachher geht's dann schön auf die Couch. Und wir werden dann nachher auch Besuch bekommen vom Schöni. Der wird uns an der Hand führen und uns moderieren. Und ich werde letztendlich mal schauen, was wir da für Quatsch machen. Jetzt wird erstmal ein bisschen Pause gemacht. Wir haben uns Essen bestellt. Heute bei Vapiano. Ich bin ganz, ganz doll gespannt. Hab mir Pasta bestellt mit Gemüse und Rindfleischfilet. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Hier, friss und stirb. So, das soll voll scharf sein? Ich bin ja mal gespannt. Es ist voll scharf. Mal gucken. Also die Peperonis sollen voll scharf sein, ja? Willst du es wirklich? Das sind Thai-Chilis. Ja. Boah, also das kann man doch normalen Leuten nicht zu essen geben, oder? Danke. Thai-Chilis. Nee, danke. Aber das ist gut. Und das ist ein Knopf auf dem Deathboard. Lecker. Gefällt mir. Dieses Zeug, Alter. Und wie findest du die? Cool. Aber also, ich habe auch keine Chili drauf. Ach so. Also die Chilis sind tatsächlich sehr scharf, aber es geht. Also extra Chili ist normalerweise eher so eine weiche Nummer. Normalerweise kann ich zweimal extra Chili nehmen und das ist immer noch nicht scharf. Und das hier ist echt krass. Wir haben immer so eine Chili-Timo. Geht voll klar. Und jetzt pass mal auf, wie rot Timo gleich im Gesicht wird. Ich will wissen, was du als scharf empfindest. Was findest du als Türke, hier du gerade Kreislauf verlassen hast? Mein Magen, ich habe gerade gedacht, ich muss mich übergeben. Oh Gott. Ja, dann iss mal. Gründlich kauen, nicht einfach runterschlucken. Boah, total. Ja, das ist richtig übel, Mann. So ein Fehler macht man nur einmal. Ja, Männer, wirklich. Tio verträgt kein scharfes Essen. Ach so. Kannst du ja nicht machen mit ihm. Ich hab doch gesagt, er soll's lassen. Timo isst ein Stück Brot. Also ihr seht, ist voll lustig. Oh, aber ich esse mal. Das ist ja wie so ein Feuerzeug im Mund. Mieses Zeug, ne? Vegano, ne? Das ist ja vegan. Ja, wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es schon... Der Ärmste. Oh, Alter. Oh, das brennt richtig. Ich schwitze. Ich fange an zu schwitzen. Hast du Wasser getrunken? Das ist einfach toll. Nee, Mann, ist hör auf mit Wasser trinken. Nee. Ja, Brot. Um Gottes Willen, ey, schau. Chili essen und dann auch Wasser trinken. Ist Quark hinterher? Oh, Quark hinterher. Quark, Joghurt, Milch, irgendwas Fettiges. Also ihr seht, die Produktion heute ist sehr, sehr heiß. Das seht ihr an Timo. Entschuldigung. Genial! Ah, wen haben wir denn da? Eis. Ist klar, Daniel? Möchtest du auch mal was Scharfes essen? Alter, hat er sich hier extra drauf gelassen? Ich bin seit Jahren nur mit extra Chili, das war der Dorn. Bay, Tyra in the house. Ja. Ah, okay. Also hier, ohne Basecap seht ihr Topfschnitt. Ich geh mal kurz auf Toilette. Alles vorbereiten. Wir sind jetzt fertig mit der Produktion. Es ist jetzt, ja, kurz vor 11. Mann. So ein Produktionstag ist schon ganz schön anstrengend und meine Sachen liegen noch hier. Die gute Julia hat ihre Sachen bereits gepackt, ist eben gerade abgereist, weil sie muss nämlich ganz, ganz weit weg. Und zwar runter nach Bayern, da wohnt sie nämlich. Und ich packe jetzt einfach mal meine Klamotten schnell zusammen. Danach geht's zum Auto und ab nach Hause. Ja! Und jetzt, lauf zum Auto. Ich nehme den Schöni mit. Ich bringe den jetzt nach Hause. Und dann geht's für mich auch nach Hause. Das Hip-Hop-Videotraining, den du mir versprochen hast. Wir sehen uns jetzt gleich erstmal in meinem Auto.
So, kleines Systemcheck. Ist alles in Ordnung mit dem Auto? Ja. Alles picobello. Übrigens, das hier ist sehr schön hier, falls ihr ihn nicht erkennt. Ja, ich habe heute mal keine Basecap an. Es ist eiskalt hier in Berlin-Mitte, gefühlte minus 10 Grad. Aber ich mache heute mal ein bisschen Cameraman für die liebe Tyra. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja vorhin losgefahren ohne Kameramann. Jetzt habe ich ihn mal mit eingesagt als Kameramann. Ja, ich dachte mir so, ist halt so eine kleine YouTube-Legende, ne, Schöni? Ne? Was ist denn bei euch eigentlich mit YouTube los? Macht ihr gar nichts mehr? Doch, da kommt wieder was. Ja. Stay tuned. Doch, nee, wirklich, da planen wir wieder ein bisschen was zu machen. Durch die Nacht mit Tyra im Auto, wenn ihr euch vorgestellt habt, wie Tyra so im Auto aussieht. Bist du jemand, der sich im Verkehr auch mal so ordentlich aufregen kann und der mal so auf die Hupe mit der Faust und dann, ey, Spacko! Ich muss sagen, ich hupe wirklich nur, wenn da irgendwie etwas ist, was sich bitte wegbewegen soll. Zum Beispiel wie eine Oma oder er, der mir gleich in die Spur reinfährt. Dann ja, aber ansonsten mache ich das nicht. Hör mir zu. Ja, noch mehr Stress verursachen bringt ja nichts, ne? Also bist du eine chillaxte Fahrerin. Und er kann wirklich nicht die Spur halten. Ha? Jetzt ist er Ruhe. Hast du ihn gesehen? Er hat nicht geblinkt. Hast du das gesehen? Und er hat nicht geblinkt. Oh Mann, Leute, ihr hört mich heute auch mal richtig icken. Weil wie gesagt, ich bin schon ganz schön fertig. Ich bin... Ja, wie icken? Du bist ja auch ein Berliner Urgestein, oder? Ja. Aus Berlin komme ich. Eine Tyra, die Auto fährt und so ein bisschen... Wie so ein sexy Taxifahrer, so ein bisschen ein paar Storys. Ich bin ja gerade ein Taxifahrer, Mann. Ja, okay, Freunde, ich hatte leider kein Geld für die Bahn. Und dann hatte die Tyra ein bisschen Mitleid und die schmeißt mich jetzt irgendwo raus. Ja, ich bin ja auch eine Liebe. Ja. Ich bin ja auch eine ganz nette. Und jetzt, wo ich dann nicht mehr produziere heute, kann ich mich auch ganz ehrlich entspannen. Ja. Oh, ich freue mich schon. Auf dem Badewanne. Ja, gehst du jetzt noch in die Wanne? Ich gehe jetzt noch in die Wanne, natürlich. So, ihr Süßen, ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und schaut mal hier unten. Maike! Hallo! Ja, Mami ist wieder da. Ja, das war ein schöner Produktionstag. Anstrengend, aber echt schön. Und ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Jetzt kann ich mich gleich mal in die Wanne schmeißen und mich dann ins Bett kuscheln mit meiner kleinen, braven, süßen Maike. Nun wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, meine Lieben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, eure Tyra.